Hallo und herzlich willkommen bei der Nische, der Seite über die wichtigsten Belanglosigkeiten der Welt. Brett- und PC-Spiele, Musik sowie Filme stehen im Fokus dieses Podcasts, auf den die Welt sicher nicht gewartet hat. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Becky, Kev und Flo. Die Nische ist wieder da, beziehungsweise so ganz stimmt das ja gar nicht, denn es ist jemand mit dabei, den man gar nicht kennt. Das ist nämlich der Frank. Hallo Frank. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Frank hat sich gedacht, Brettspiele sind eh Dreck, deswegen da überhaupt Arbeit zu investieren, im analogen Bereich mitzumischen, das lohnt sich ja sicher nicht. Aber digital hat er ja einiges zu bieten und deswegen spielen wir jetzt Space Beast Terror Fright. Und ich mache hier mal parallel eine Lobby auf und dann kannst du gleich eigentlich beim Spiel mal den Leuten erklären, was das eigentlich für ein Dreckspiel ist. Ja, ein Spiel der Nische aus der Nische, möchte ich sagen. Richtig. Zu Hochzeiten gibt es hier, glaube ich, 10 Spieler gleichzeitig. Welches Spiel kann das von sich behaupten? Das ist richtig, aber auf mindestens 5 eigenen Gruppen. Ja, und die sind alle privat mit Passwort geschützt. Wenn schon, denn schon. Im besten Falle ist das Meister, ja. So, das ist ein Roguelike-Shooter oder eher ein Roguelite-Shooter. Das heißt, die Karten werden quasi prinzipiell zusammen gewürfelt und zusammen gebaut, aber nicht prozedural erkundet, sondern die sind dann schon fertig. Wir machen also Randomize All, ne? So ist es. Aber wir machen mit Data Cores, ja? Ja, bitte. Okay. So. Und in dem Spiel geht es darum, dann macht Frank gleich weiter, dass man auf dieser zufällig generierten Map eben Data Cores sammeln muss. Und diese Data Cores haben bestimmte Vorteile. Und das kann ja Frank mal erzählen, während ich ihn erschieße. Das hört sich doch sehr gut an. Dann habe ich endlich Zeit, um das wirklich mal zu erzählen. Ja, die Vorteile sind prinzipiell relativ einfach gestaffelt. Man hat eben, ja, ich sag mal, ein Infrarot, also Infravision, die entweder da ist oder eine Breach neben mir. Da sind schon zwei. Warte mal ganz kurz. Gut, das ist für eine Anmoderation genau die richtige Situation. Ja, ist doch super. Und dadurch, dass wir jetzt schon ein bisschen. Mach doch mal die haben, schießen die doch auf. Ja, es gibt auf jeden Fall Vorteile durch die Data Cores, um eben die Aliens, die hier so kommen, besser oder schlechter entgegentreten zu können. Genau. Und die kommen halt eben immer aus den namensgebenden Breaches raus. Und das Problem an den Breaches ist, weil wir Randomize All gemacht haben, spawnen die halt zufällig überall. Und man wird auch mal gefressen. Der erste ist mal wie viel muss ich machen? 8 Stück? Das geht ja eigentlich. Ja, 8. Alter. Okay. Ja, was soll ich sagen? Ja, und da konnte man sehen, dass das Spiel auch für Leute, die nicht so hohe Reflexe haben, durchaus spielbar ist. Ja, ganz genau. Ja, wie sagt man so schön, KIA by Space Beast, wie man unschwer erkennen kann. Das Gute ist, wir fangen von vorne an. Ja, so ist es. Und das Schöne ist, wenn man stirbt, man verliert grundsätzlich alle Upgrades. Ja, sonst wäre das auch zu einfach. Ne? Also richtig. Man hat ja gesehen, es ist ja so eine, wie sagt man im Volksjargon, ist ja eine Art Cakewalk. Ne? Hier geht ja eh nichts über den Tisch. Nee, genau. Ich mach mal, das ist hier einer dieser sogenannten Data Cores, die man bei mir gerade sieht. Bei Frank, wie gesagt, seht ihr nur oben rechts das Fenster. Und er hat eine Breach vor der Tür und die habe ich auch. Die geht mal zu dir. Ich bin weg. Alter! Ist doch noch nichts passiert. Also ich habe Map-Floor. Genau, und diese Upgrades, die man kriegt, die gehen eben von einer aufgedeckten Karte bis hin zu Pathfindern, also die dann eben zeigen, wo der Pfad logischerweise ist, namensgebend. Und sehr hilfreich ist auch dieser sogenannte Short-Range-Tracker, weil man damit Bewegung der Aliens sieht, das hilft. Weil so hört man sie nur, das Kreischen ist ja nicht zu überhören, deswegen hört man wahrscheinlich auch manchmal uns nicht. Solange wie das nur manchmal ist, geht's ja noch. Und man denkt immer auf den Karten, ja, da wo wenig Data Cores sind, das ist in der Regel gut machbar. Meistens kann man sagen, es ist immer bockschwer. Also wenn man so wie wir Randomize All spielt, ja. Aber man hat halt richtig Glück, wenn eben, ja, eigentlich so wie diese Map, Maps generiert werden, in der es keine Türen gibt. Na, Safe Doors an der Ecke. Das sind so Laserzäune, die halt wirklich die Monster aufhalten. An diesem grünen an dieser Box hier, an der gelben Box kann man eben Munition holen. Die grüne Munition ist dabei immer die durchschlagendste.
von links, ne? Mach mal. Ich müsste hier mal weg. Mach mal die Safe Door an hinter uns. Warte mal, warte mal. Leg du mal nach geradeaus. Ich mach mal nach rechts. Dann gehen wir mal in deine Richtung ein bisschen weiter. Hast du schon einen Short Range? Nee, ne? Natürlich nicht. Ich kann dir eine Infravision anbieten und einen Floors. Und dann hört's auch auf. Ich hab einen Short Range, guck an. Ja, und ich hab Pathfinder noch. Hier sieht man eben unten auf dem Radar die weißen Punkte. Das sind eben die Gegnerbewegungen. Aber Short Range heißt eben natürlich nur auf Kurzdistanz. Aber das ist in der Regel auch genug. Man will gar nicht wissen, was alles los ist. Wir haben noch vier. Ich hab. Wir müssen hier links. Da ist noch einer. Ja, ich will vor allem unter der Bridge nicht durch. Das ist nicht so geil. Und Stromausfälle zufällig ausgewürfelt gibt es natürlich auch. Und dafür braucht man diese Breaker hier an der Wand. Um Strom wieder anzufließen. Warte, warte. Bleib mal rechts hier. Geh mal durch die Safe Door durch. Wow. Danke. So sieht Friendly Fire aus. Webstationen zum Reparieren gibt es logischerweise auch. Ich mach mal den Datacon hier. Ich glaube, da haben wir alle Elemente erklärt, ne? Ja. Sehr gut. Ich mach mal auf, ne? Ja, mach doch mal. Ja, doch, ich mach mal auf. Ich hier ist die Breach auf, glaube ich. Ja, ich habe keinen Fadenkreuz mehr so. Wie viele sind da noch? Noch nee, Coolens, wir sind fertig. Wir sind zurück. Na, dann brauchen wir das mal. Jetzt folgt der einfache Teil. Genau. Jetzt muss man eben quasi die Kühlaggregate runterfahren. Und das ist mit dem Stromausfall gar nicht so gut. Wow. Hast du schon gedrückt? Nee. Nein, zwei kommen hier noch. Können hier kommen. Na, und wenn man das geschafft hat, muss man die Karte evakuieren. Das ist dann der allerleichteste Part, weil er auf Zeitdruck ist. Ja, aber man läuft halt schneller, je kürzer die Zeit wird. Ja, das macht's am einfachsten. So, wir machen die grüne Mond neben der Bridge, glaube ich. Wenn du das schaffst. Fängst du schon an? Ja, ja, ich hab's nicht. Dann mach ich jetzt einfach die Bridge. Mach das. Ich hab einen Erdkraft. Ich laufe nochmal vor. Ja. Von rechts, von hoch welche. Ja, leider ja. Mach hinter uns zu. Okay. Ich denke nach links, du nach rechts. Können wir? Ja, wir müssen zu dir. Geil. Hier ist die Breach direkt von mir, ne? Okay, du bist weg. Du hast auch mehr Feiner, ne? Ja, hab ich. Ja, dann war's das. Wir haben ein Opfer zu beklagen. Ja, um das zu beklagen, ist immer so eine Sache. Aber du hast ja deine Upgrades noch. Richtig. Und dann geht's halt weiter. Ja, man muss aber auch dazu sagen, also ein Ende gibt es nicht und ob das Spiel einen Sinn macht, muss unter dem Strich halt jeder für sich selber irgendwo entdecken. Was macht denn bitte schon am Gefressenwerden keinen Sinn? Wenn man den Strom anmacht und den anderen in der Kammer lässt zum Beispiel. Ja, ich habe dich glaube ich auch eben angeschossen, aber ich glaube da warst du schon tot. Also ja, dieser Namenreiter, da wird dann immer gezeigt, dass du gefressen wirst, dann poppt ja der Name die ganze Zeit auf. Das war schon vorher und dann habe ich glaube ich noch auf dich geschossen. Ja. Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Ja, ich wollte sagen, dass der Typ auch noch auf jeden Fall tot ist. Da war schon das erste Mal Ping. Man hört auch, der Soundtrack wechselt immer mal wieder, was auch ganz nett ist und der Strom geht trotzdem aus. Breaker 10 Meter wird gezeigt über dem Radar. Hier möchte ich eigentlich nicht rein. Das Problem ist, wenn der Strom aus ist, muss man auch die Türen aufschieben. Ich hab das können die Aliens übrigens auch, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht. Du hast doch erst am Anfang, Alter. Ich
dachte, hier kommt was, aber hier kommt leider auch nichts. Einmal mit Profi spielen. Ja, mach mal an hier. Da ist er. Sehr gut. Es ist schön, dass wir jetzt viele Türen haben, aber irgendwie... Also eine Sache haben wir noch nicht gezeigt. Es gibt auch Sentries. Richtig, die hat es mir noch nicht gegeben. Bei der 303 wird geklopft. Das mag sein, ich weiß immer nicht, wie viel das ist hinter dir. Achso. Da ist auch direkt die Bridge-Mauer wieder zu. Hier gibt's nichts zu sehen. Die Downloadzeit an der Data Cross ist ebenfalls ein Unlock, was immer niedriger wird. Das Minimal sind 2 Sekunden, das geht dann zu. Alter, fix. Das war der Sprung. Ich hab immer noch kein Infravision, by the way. Die Batterie geht einem übrigens auch gern mal aus, sieht man gar nichts mehr. Okay, da kommt eine ganze Menge, ne? Ja, 5, ich hab noch 6. Du machst das noch, da, ne? Ich hab noch 200 Schuss, gib Gas. Ja, dann lass uns tauschen, ich geh zu dir. Komm, geh weg. Ein Breaker. Okay, dann lass uns erstmal die Datakurs hier noch machen. Ja, ich bin von der Tür weg, da könnte jetzt was rauskommen. Ja, da hinten ist ein... Hinter dir, ne? Den habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Hinter mir ist nix. Okay. Ich laufe jetzt irgendwo alleine rum, mal gucken, wie lange. Hier ist ein Munitionsautomat noch bei mir, ja, ne? Hier auch. Ist zwar scheiß Munition, aber ist egal. Hier ist rote. Hier ist orange, ne? Das ist hier kacke. Hier ist nochmal rote bei dir, ne? Ja, erstmal was haben. Irgendwo ist hier eine Motion, ich weiß auch nicht. Da kommt noch eine ganze Menge. Was du mal als ganze Menge definierst. So, ich geh mal da lang. Also hier wird angezeigt, ne? Ja, ich komm schon. Alter, was kommt da raus? Okay, da war wir müssen da doch nicht rein, oder? Doch, wir müssen hier rein. Alter. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Und vorwärts. Oh, super. Die Breach ist direkt links. Ich weiß nicht, ob es einen Weg drum oben gab. Aber hier ist auch ein Data Core. Machst du den, Dings? Machst du den Data Core bitte? Links ist offen. Kommt sie nicht zurück. Geh dran vorbei. Dann machen wir den gleich. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, geil. Nice. Wow. Kann ich nicht hören. Ich wollte sagen, ich weiß nicht von wo. Das ist mein. Ich habe keine Ahnung. Arsch. 12 Meter, wohin denn? Okay, das überlebe ich nicht. Nee. Das ist noch immer so. Alter! Okay, jetzt meine Operation. Eine Hose machen! Das ist schön, dass dir ein Gegner nicht reicht. Gleich noch aufklicken. Erstmal hast du keine Karte mehr, das ist doch schon mal gut. Boah. Okay, das ist krass. 4% Moon noch. Ja. Ich kann dich aber trösten. Es sind nur noch 3. Ja, so geschenkt. So, ich bin schon mal durchgeschwitzt. Achso, hier war ja auch schon Schluss. Ich müsste mich noch rappen. Ja, oh, der war mittendrin. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin relativ stark angeboten, ich bin auch relativ langsam. Ja, aber da ist doch ein Web-Automat. Das ist doch schon gut. Blöd
blöd ist halt, dass du deine ganze Munition jetzt wieder rausprügelst. Oder No Damage Detected, das machen wir hier mal ein bisschen. Auch wenn es Kack-Dings ist, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie ich das an der Breach selber machen soll, ehrlich gesagt. Die Breach pumpt auch ganz gut was raus. Ja, beten. Voll noch auf die Knie. Der Breaker ist wieder. Alter. Super. Ich weiß nur, wo ein Breaker ist. Und da muss ich jetzt wieder hin. Nicht euer Ernst, jetzt kommt noch zwei. Das Spiel kennen wir schon. Du wiederholst dich. Alter, ich kann nicht mehr. Deswegen habe ich den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Ja. Aber das Let's Play soll sich auch lohnen. Ja. Habe ich auch gehört. Und Let's Plays, die eine Stunde lang sind und nichts rüberbringen, die sind schon immer gut gewesen. Ja, deswegen machen wir das ja. Die Nische macht immer was Eigenes. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm, wir können die ja auch in 20 Minuten stückeln und wenn es halt mittendrin vorbei ist, dann haben wir einen Cliffhanger. Müssen wir in der nächsten Woche halt wieder einschalten. Genau, wenn es wieder. Wow! Ganz kurz. Wenn du wieder hast, wird deine Munition reichen. Ja, genau. Der Mann, den sie Patrone nennt. Okay. Es ist auch immer ein besonders gutes Zeichen, wenn 5 Minuten lang auf der Breach hinter einem nichts spawnt. Das bedeutet, dass immer sehr wenig Monster auf der Map sind. Ja. Ja, das soll doch als ersten Eindruck erstmal reichen. Das ist Space Beast Terrorfright. Und für alle Leute, die meinen, die zwei können das nur nicht. So teuer ist es nicht, ist glaube ich sogar noch im Early Access, ne? Ja, Early Access ist auf jeden Fall noch. Also es ist, ich weiß gar nicht, ist es ein Entwickler, der da regelmäßig bei ist? Ja, ich glaube, die also sind zu dritt oder zu viert. Nornware heißen die. Die schauen auch immer mal wieder rein, aber weil die gerade wohl privat relativ viel um die Ohren haben, tun die sich ein bisschen schwer damit, aber... Wie gesagt, das Spiel läuft rund technisch gesehen, also manchmal bricht die Performance ein bisschen ein, aber für Leute, die Alien-Filme mögen, ist das auf jeden Fall mal ein Blick wert und wie gesagt, Koop geht eigentlich immer. Ja, und vor allem, also ich zock das Spiel noch relativ wenig, möchte ich sagen, und auch ich habe es schon geschafft, es auf 60 Stunden zu bringen und ich meine für 15 Euro, also 14,99 um genau zu sein und 60 Stunden Spielspaß, ich glaube, da hat man schon mehr Geld für weniger Zeit investiert. Ja, ehrlich gesagt auch. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und die Nische sagt, das war das erste Let's Play. Ich sag hier, hier steht uns eine riesen Karriere vor der Tür. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo ist die Tür? Also, auch wenn wir Nische sind, aber dran denken, Däumchen da lassen. Ja, genau. Danke, dass du... Ja, deswegen haben wir Frank eingekauft in Sachen PR, macht ihm einfach keiner was vor. Nee, gelernt ist gelernt. Richtig. Also in dem Sinne, gut machen. Ja, und rein.